Komm doch nochmal zurück, komm doch nochmal, ich stehe jetzt hier. Sei einmal ein Mann, komm. Sei doch ein Mann, ich stehe hier, ich stehe schon seit einer Stunde hier. Es ist kalt, ich bin am Fasten. Wo drauf steht, Hunde haben keinen Zutritt auf dieses Grundstück. Claude räumt das Schokoladenregal und sagt, ich esse Manuels Familie jetzt. Ich bin nicht von denen, Wallah, ich bin nicht von denen. Sag nicht Wallah. Bei Allah, ich bin nicht von denen. Bei Allah und Nabi, ich bin nicht von denen. Posten den, posten diesen, um mich um ihn zu schauen. So. Habibis, Ladies and Gentlemen, ich küsse eure Herzen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Alter, Alter, was ist passiert? Genau wo sowas passiert, muss ich unterwegs sein, ne? Wir haben genau 12:30. Lohnt es sich, um diese Uhrzeiten, obwohl viele auch sauer machen werden, ein Video hochzuladen? Vielleicht hebe ich es mir auch für morgen auf, mal gucken. Aber es ist so viel passiert. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Oh mein Gott, wir müssen in die Sache reingehen, ohne viel reden, ohne viel Wallahi, wir müssen in die Sache rein. Wir fangen als allererstes natürlich mit Farid Bang und Bösemann an. Bösemann soll zu Farid Bang nach Hause gefahren sein, ist Deutsch 6. Also Bösemann ist zu Farid Bang nach Hause gefahren, hat geklingelt, Farid Bang postet, die Moschee. Hier geht's weiter. Nach der Moschee kommt diese Story. Und ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich war gerade eben in der Moschee, wie ihr in meiner Story sehen könnt. Aber hier hat gerade jemand Klingelmännchen gemacht. An dich. Komm doch nochmal zurück. Komm doch nochmal zurück. Komm doch nochmal. Ich stehe jetzt hier. Ich bin jetzt zu Hause. Komm nochmal. Ich war gerade in der Moschee. Das könnt ihr in meiner Story sehen. Aber ich bin jetzt extra schnell nach Hause gekommen. Komm vorbei. Ich warte auf dich, ja? Komm, sei einmal ein Mann, komm. Und dann schreibt Farid Bang Bösemann an. Ich bin da, komm du HS. Ich warte jetzt schon eine Stunde hier auf dich. Bis 18 Uhr hier. Beeil dich. Boah, Digga, da geht's ja richtig zur Sache, Alter. Ich warte auf dich. Und dann gucken wir uns das Reel ganz kurz an. Ich stehe mal noch hier vor meiner Haustür. Es ist langsam kalt. Das Wetter ist nicht das Beste. Deswegen komm vorbei. Ich warte doch, komm doch. Du bist doch gekommen. Du bist vor einer halben Stunde hier gewesen. Verrückt. Also Leute. Da schreiben Leute, Bruder, der Sonntag ist gerettet. Ganz kurz, vor einer halben Stunde war Bösemann hier und hat bei mir Klingelmännchen gemacht. Zu Hause. Und hat sich dabei gefilmt. Komm wieder zurück. Das ist nicht lange her. Ich bin nicht die ganze Zeit am Penetrieren über Social Media. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Aber nix da. Wolltest du Klingelmenschen machen oder wolltest du kommen? Sei doch ein Mann, ich stehe hier. Ich stehe schon seit einer Stunde hier. Es ist kalt, ich bin am Fasten. Ich will gleich was essen. Bitte komm. Bitte komm. Also, ich bin jetzt hier. Ich warte hier. Komm vorbei, ich warte doch. Ich bin am Fasten. Du machst Klingelmenschen, ich warte hier auf dich. Bitte komm. Ich bin jetzt extra live, damit nicht irgendwelche Stories und der lügt und das und hier. Ich habe euch auch alle auf Überwachungskamera, das heißt, wir können die Zeit noch konstruieren. Merkt euch meine Story, wo ich eben in der Moschee war. Da war er da. Die wollen ihre Spielchen machen, aber komm, ich bin hier. Ich habe keine Angst vor dir. Komm zurück, sei ein Mann. Sei ein Mann und komm zurück. Ich warte hier auf dich. Komm, beeil dich. Gleich ist Essenszeit. Nicht, dass er danach sagt, ich bin gekommen. Da war der nicht da. Das ist nicht lange her, dass hier was. Ich bin seit einer Stunde, bin ich dir am Schreiben, überall. Social Media, komm zurück. Yalla. Ist gleich. Ich warte auf dich. Also, man hört auf jeden Fall an Farid Banks Stimme, dass er das todernst meint. Und auch natürlich will, dass Bösemann zurückkommt. Keine Ahnung, ob das ein Plan war von Bösemann, dass er zu Farid gefahren ist, als er nicht da war. Aber zu 100% ist es bei Farid real, dass er Bösemann haben möchte, ja. Und warum Bösemann nicht zurückkommt, wissen wir nicht. Wir werden ja eine Antwort bekommen. Aber wir ziehen uns auf jeden Fall die nächste Story rein, dann ging es weiter. So, lieber Klingelmännchen, schade, dass du nicht gekommen bist. Klingelmännchen. Ich habe hier noch eine Stunde gewartet, es ist kalt, aber ich bin am Fasten und ich bin heute zum Essen eingeladen. Also ich bin jetzt gleich nicht mehr da. Aber wir sehen uns bestimmt nochmal. Schönen Tag dir noch. So, dann postet er das. Ich muss echt ein Schild vor meine Tür hängen, wo drauf steht, Hunde haben keinen Zutritt auf dieses Grundstück.
Alala, das ist krass, Digga. Ey, yo, Testosteron, wir tragen Magnum bis. Okay. Also, das war jetzt das von Farid Bang. Sind wir gespannt, ob da was passieren wird. Safe werden da jetzt Antworten kommen. Aber wir ziehen uns mal ganz kurz was von Rapcheck rein. Über Wochen hinweg gegen den Banger gefeiert. In unzähligen Videos packt er aus über Farid Bang. Behauptet, dass er schon lange vor dem Vorwurf über die angebliche Vergangenheit von Farid Bang Bescheid wusste. Als dann die Beweislast erdrückend war, hat Bösemann noch einen draufgelegt und provoziert seinen Gegner. Dann platzt Farid Bang und disst ihn 4 Minuten lang. Plötzlich war es ziemlich ruhig in der Szene. 2 Wochen lang gab es keine Ansage oder ein Statement. Jetzt kennen wir auch den wahren Grund, denn Bösemann schließt sich im Tonstudio ein und arbeitet an seinem Track, doch nicht irgendeinen, sondern die Antwort auf den Diss von Farid. Außerdem wird eine weitere Info geleakt, und zwar der Name von Farid auf den Dokumenten, die ihm vorliegen. Erwartet uns nun die vollständige Akte, hat Farid Bang zu sehr provoziert mit seinem Diss, so dass Bösemann jetzt nicht mehr zu stoppen ist? In wenigen Tagen gibt es die Antwort und es könnte dann ziemlich spannend werden. Es könnte echt, also was heißt es könnte, es ist mies spannend, ne? Aber ja, wir sind auf jeden Fall so gespannt, was passieren wird. Und machen hier weiter ganz kurz mit einer ganz wichtigen Story, auf wessen Statement ich sehr aufmerksam geworden bin durch diese Story, die mir zugeschickt wurde. Passt auf jetzt. Da ist dieser TikToker, der geht mit seiner Freundin in Rewe, in Einkaufsläden, klaut, räumt das Schokoladenregal und sagt, ich esse Manuels Familie jetzt. Okay? Wo sind die? Ganz kurz. Ich esse Manuels Familie jetzt. Beißt in so einen Schokohasen rein, in so ein Dings rein. Ich mach so und ich mach dies und ich mach das. Und diskreditiert die schwarze Hautfarbe. Warte, wir sind live. Guck mal. Ja, guck mal, Bruder. Salam. Guck mal, das. Also. Warte. Jetzt sind wir wieder da, jetzt. So, fang noch mal an, weil ich hab dir den Punkt weggenommen. Okay. Da ist dieser TikToker, okay? Der selber POC ist, okay? Und das Schlimmste an der Sache ist, ne? Er hat Allahs Namen auf den Hals tätowiert. Nicht versteckt irgendwo dies, das, was schon schlimm genug wäre. Okay? Was schon schlimm genug wäre. Am Hals. Okay? Dieser Typ will sich dann natürlich dazu bekennen, ich bin ein Abdallah. Ich bin ein Diener Allahs. Ich liebe Allah so sehr, dass ich ihm mir einen Hals tätowiere. Okay? Dieser Typ geht in irgendeinen Discount und räumt das Schokoladenregal und sagt, ich esse jetzt Manuelsens Familie. Sagt, wenn irgendjemand Luft lässt, ne, dann kommen kleine Manuelsens raus. Was Assoziation ist mit brauner Hautfarbe und zu. Also, es ist das Statement von Manuelsen. Allgemein auch die Black Community, ja, hat ein komplettes Statement gemacht, was wir uns jetzt reinziehen werden. Ich überlege gerade nur, bevor wir uns das reinziehen, wollen wir ganz kurz uns ein Statement von einem Ex-Hells Angels, genau, war jahrelang Teil der Hells Angels in Berlin und redet auch über Arafat. Komm, das kann auch interessant werden. Bevor wir zu Manuelsen kommen, ziehen wir uns ganz kurz hier den Mann hier rein. Ja, ich bin Kasra Zagerin, mittlerweile 37, Ex-Hells Angels von den Berlin City, aus dem Wedding. Ich versuche das mal ganz kurz hier ein bisschen lauter zu machen, Migi lauter. So. Beteiligt am Wettbüromord 2014 in Reinickendorf und bin nach der Tat ausgestiegen. Und das ist meine Geschichte.
glaube, nach einer halben Stunde war mir klar, dass der Typ getötet wurde, dass er tot ist. Der ist ja vor Ort verstorben. Und mir war klar, dass die Nummer jetzt damit auseinandergenommen wird. Also das Charter wird es nicht überleben, weil das zu krass war. Also in heiligen Tag, in Anführungsstrichen, im vollen Laden jetzt. Also das Café waren dann 40 Leute drin, vor versammelter Mannschaft, einen umzulegen. Das war schon allgemein jemanden umzulegen, aber auf die Art und Weise war ja schon heftig. Und das war klar, dass das Ding auseinanderfliegt. Und mir war natürlich auch klar, hey, du bist dran beteiligt. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und für mich war halt so, das ist was klassische Verdrängung. Ich glaube, ich bin 3 Wochen nach der Tat ungefähr plus minus ein paar Tage verhaftet worden und habe dann so versucht, den Alltag, also den Club-Alltag zu leben. Ne? Ich war im Saunaclub, hab Geld abgeholt, Geschäfte gemacht, hatte so meine Clubtage. Club-Alltag war noch ein paar Meetings dabei, also Deutschland-Meetings noch in Leipzig. Und habe natürlich in der Zeit mitbekommen, dass vor mir sind ja noch ein paar Jungs verhaftet worden nach der Tat, so immer so peu à peu. Und irgendwann war ich dann in der Reihe. Ich hatte die Option in den ersten 3 Wochen oder 2,5 auf Flucht zu gehen mit neuen Papieren, Pass etc. Ich hatte damals einen Clubbruder aus Portugal, mit dem war ich schon so ein Jahr gut. Der ist dann damals auch durch mich transferiert worden, weil er sich in Lissabon nicht mehr so, also der kam Charter Lissabon, Portugal. Der kam dann nicht mehr so klar und wollte dann zu uns, den haben wir dann transferiert. Und er hatte mir damals angeboten, er kam in der Zeit vor meiner Verhaftung, war da kurz am Wochenende in Berlin oder ein paar Tage, meinte, ey, ich habe das mitbekommen und so. Wenn was ist, ich schiff dich nach, wir bringen dich nach Portugal und wir bringen dich in den Favelas unter. Da sind noch ein paar andere Brüder, wir beschaffen dir Papiere etc. etc. und wir stemmen dich da erstmal die Zeit durch, wenn du willst. Meinte ich, okay, alles klar, danke, aber die Verantwortung trage ich schon für meine Geschichte, gerade mit der Frau und Kind im Hintergrund, die kann ich nicht stehen lassen. Ich hatte so eine kleine Wohnung im Büchsenweg 11 damals, das ist in Reinickendorf. Und der SEK ist rein, irgendwann um 10 Uhr oder so, oder 8 Uhr, keine Ahnung, auf jeden Fall morgens, spät morgens, eigentlich kommen die relativ früh, so um 4, 5 Uhr morgens immer. Da und wir sind erstmal rein, SEK-Polizei hinlegen, sonst erschießen wir dich. Oder sonst schießen wir. Und die haben mich dann, nachdem ich dann gefesselt war, also fixiert war, nennt man das, haben sie meinen Kopf so nach unten gedrückt. Und dann kam, weiß ich noch, in die Szene kam ein leitender Beamter, der so in dem Thema mit drinnen war. Und meinte mir, wo ist der Schlüssel? Meinte ich, welcher Schlüssel? So mit meinem halb zerquetschenden Kopf. Meinte der Schlüssel. Und die meinten, ich hatte damals noch eine Affäre immer mit einer Bekannten, also mit einer Freundin noch. Die hat in Neukölln gewohnt und da bin ich immer gependelt. Und die hat mich ja ein paar Wochen observiert und wollten halt Zugang zu der Wohnung haben. Und wollten unbedingt Schlüssel haben. Und den haben sie gesucht. Und dann habe ich gesagt, ja, der ist da und dann in dem Regal. Und haben sie ihn abgelassen und meinten, okay, jetzt kommst du raus hier. Und haben mich dann rausgenommen. Aus der Wohnung, dann in den Mannschaftswagen. Und für mich war es klar, okay, jetzt ist es passiert, jetzt hast du das Thema erstmal durch. SEK war da, die haben sich jetzt mitgenommen. Ja, und dann musst du erstmal sacken lassen. Ist ja viel Adrenalin erstmal im Spiel und dann kommst du runter. Mich haben sie dann zum LKA gebracht, Delikt am Menschen. Das ist nicht direkt Gesa, also Tempelhof, sondern woanders nochmal. Und bin dann da in diese Sammelstelle gekommen. Die wollten dann erstmal, dass ich, ob ich eine Aussage mache, haben mich dann irgendwann hochgeholt zu denen ins Vernehmungszimmer. Ich war natürlich erstmal noch voll so straight up, Hells Angels, ich rede nicht mit der Polizei. Hab das denen auch ganz gesagt, ich verweigere die Aussage. Der Haftrichter hatte gesagt, okay, alles klar, es wird U-Haft erlassen. Und dann bin ich nach Moabit gekommen. Ja, und dann kommst du erstmal an. So, das ist ja alles noch so, also Prozesse, die dann erstmal stattfinden. Noch kannst du dich gar nicht so mit der Situation auseinandersetzen, weil es passiert ja ständig was, die ersten paar Stunden. Und dann, als ich dann das erste Mal dann in die Zelle gekommen bin, dann Moabit, und die Tür zuging, war mir erstmal klar, okay, Dicker, jetzt bist du im Knast. Jetzt wird's ernst. Mir war ja erstmal gar nicht bewusst, wie, in welcher Form sie, was sie mir beteiligt, also in der Partei, was sie mir direkt vorwerfen. Und dann habe ich dann, nachdem ich runtergekommen bin, glaube ich, am nächsten Abend oder am nächsten Tag den Haftbefehl durchgelesen und da stand halt drinnen, das sind immer so Auszüge aus der Akte, müssen sie ja, sie müssen ja offenlegen, so ein bisschen auf welcher Grundlage. Und das ist ein Tatvorwurf, der hieß dann gemeinschaftliche Mordes. Das heißt, ich bin direkt mitbeteiligt an dem Mord gewesen. Und ich da natürlich auch die volle Verantwortung betrage. Das heißt, ich war nicht nur dabei, sondern ich bin mit in der ganzen Geschichte. Es gibt da keine Abstufung mehr. Also Beihilfe oder was auch immer. Und da frage ich mir, ey, Alter, ich habe den Typ ja gar nicht getötet. Weißt du, ich war in dem Raum. Ich bin nicht mit der Intention hingegangen, ihn umzubringen, sondern es wäre dazu eine Auseinandersetzung gekommen, ja. Vielleicht auch eine Stecherei, da kann auch jemand sterben, selbst bei einer Schlägerei kann jemand sterben. Völlig klar, aber es war jetzt nicht gezielt für mich geplant,
für mich und auch diverse andere, davon bin ich überzeugt, hinzugehen und ihn dann vor versammelter Mannschaft hinzurichten. Und da war für mich klar, okay, jetzt wird's eng. Und dann hat so ein Prozess stattgefunden, okay, wie gehst du damit um? Ne? Du versuchst sie zu setten, irgendwie klar zu bleiben. Ich bin so ein Typ, der dann versucht, eher ruhig zu bleiben, zu denken. Statt so die Kontrolle zu verlieren und panisch, okay, was mache ich jetzt? Sondern ich habe versucht, mich da, okay, habe dann ein paar, da kommen natürlich die Anwälte, das waren ja damals die Clubanwälte, die auch bezahlt wurden mit großem Vorschuss damals, ich glaube 5.000 erstmal nur, dass sie kommen. Und ich habe mit denen gesprochen und habe gemerkt, krass, okay, nach ein paar Gesprächen, dass ich denen nicht so vertrauen kann. Gar nicht jetzt, weil es die schlechte Menschen waren, sondern das war einfach das Business. Die wurden von denen bezahlt, das heißt, die vertreten auch die Interessen inoffiziell für den Club. Und das haben sie mir auch gesagt. Es gab eine Situation mit einem ehemaligen Frankfurter, der kam aus Frankfurt, der ist zu uns nach Berlin gekommen. Der hatte kurz gewackelt, hatte ein Gespräch mit dem LKA, das ist auch in der Akte festgehalten worden, ist dann aber zurückgezogen. Und da gab es dann so einen Nebensatz von einem Anwalt damals, das werde ich nicht vergessen, wo er sagte, ja, der und der hat gewackelt, da gibt es ein paar Gespräche, die sind in der Akte vermerkt. Und sollte sowas nochmal stattfinden, werden wir frühzeitig darüber informiert. Wir haben auch unsere Möglichkeiten und dann werden wir diverse Maßnahmen dann ergreifen, um das auch irgendwie zu versuchen zu unterbinden. Und da war für mich klar, okay, du kannst ihm nicht vertrauen. Man sagt ja so ein Mandatsgeheimnis Anwalt, ne? Aber in dem Fall war es für mich klar, okay, dem Jungs kannst du nicht vertrauen. Selbst wenn du mal so deine emotionalen 5 Minuten hast, sagst, der Club ist scheiße, alles scheiße wegen den Idioten oder was auch immer, die haben mich da irgendwo mit reingezogen, wird das weitergetragen. 100%. Und da war mich klar, okay, selbst wenn du mit dem Gedanken spielst, jetzt irgendwie auszusagen, nicht mal irgendwie zu sagen, okay, der und der war dabei, sondern nur ich war dabei, das kann man ja auch machen, würde schon dazu führen, dass man da irgendwelche Sachen im Hintergrund laufen lässt. Und da war für mich klar, das kannst du nicht machen. Wenn du in diesem Clubleben drin bist, da gibt es keine Kooperation, keine Aussagen, nichts. Selbst wenn ich sehe, wenn jemand erschossen wird und ich damit nichts zu tun habe, sage ich nichts. Das heißt, es gibt keine Aussagen bei der Polizei. Okay, das war jetzt echt sehr interessant, aber die Folge mit Arafat, wo er über Arafat redet, ist so anders. Trotzdem war es sehr interessant. Ich würde trotzdem sagen, dass wir uns, das von, wie heißt das, von Manuelsen jetzt reinziehen. Bevor wir das machen, schauen wir uns ganz kurz an. Arrogante Pate beim Boxtraining, weil er wird ja gegen Barello kämpfen. Schauen wir mal, wie so seine Ausführungen sind. Das ist Boah, er macht Bankdrücken. Mach Kamera weg. Warum soll er die Kamera wegmachen? Er ist doch selber live. Gerade. Hoch. Ohne Beinbewegung. Genau. Hoch. Okay, komm, wir ziehen uns mal jetzt das Statement von Manuelsen rein, da wo wir vorhin eigentlich waren. Ich gehöre nicht zu denen. Doch, du guck mal, du kannst nicht sagen, du gehörst nicht zu denen, ne? Weil dein Leben, du bist anders erzogen worden. Da gebe ich dir 100 Millionen % recht. Okay, die sind nicht deinen Werdegang gegangen, wie die es gegangen sind mit ihrer Familie. Okay, du wurdest, das weiß ja schon, glaube ich, ganz Deutschland, dass du adoptiert worden bist, ne? Dass du bei deutschen Eltern groß geworden bist und dass deine Eltern jeden Tag. Wallah, ich wusste das nicht. Ich erfahre das erst jetzt. Jeden Tag den Kampf hatten für dich. Oder sage ich was Falsches gerade? Nein. So. Du bist gar. Ah ja, Ami, du bist anders groß geworden.
Deswegen sag ich... Ja, dann mussten die, wo du zu denen nahe treten wolltest, du warst wie ein... Jetzt nicht dir jetzt... Ich bin ja ein Fremder. Nein, nicht jetzt dich anzugreifen zu wollen. Du warst wie ein Junge, der mit einer Schultüte kam und gesagt hat, hallo, ich bin hier, nur eingeschult worden, könnt ihr mir bitte helfen? Ja, bring mir bei. Aber die haben dich direkt ausgestoßen und direkt so gesagt, ey, hier ist nichts für dich. Also ich gehöre nicht zu denen. Ja, aber du hast ja mit mehrmals bewiesen, dass du einer von denen bist. Nein, ich bin keiner von denen. Ja, aber die haben es nicht angenommen am Ende des Tages. Nein, die müssen nichts. Wer sind die, dass sie irgendwas annehmen, dass die mich annehmen müssen? Wer sind die? Guck mal. Ich bin nicht von denen. Guck mal, ich bin nicht von denen. Wallah, ich bin nicht von denen. Sag nicht Wallah. Bei Allah, ich bin nicht von denen. Bei Allah und Nabi, ich bin nicht von denen. Ich bin nicht von denen. Ich will nicht wie die sein. Wie die sind, ich will nicht wie die sein. Ich werde keinen Schwarzen verurteilen, weil er auf einer kurdischen Hochzeit geht von seinem Kollegen und tanzt. Ich werde den nicht verurteilen. Warum soll ich den verurteilen? Bruder, was hat das mit dem zu tun? Das verurteilt kein Mensch. Die verurteilen das. Nicht alle. Sie. Sie und ihresgleichen, habe ich aber gesagt. Ich habe nur gesagt, die, die ihresgleichen und ihr folgen und so sind wie die, ich bin nicht von denen. Ich bin... Wallah, krasses Equipment. Bin ich von denen, Yahya. Wallah, bin ich nicht. Also du sagst, die den gleichen Mindset wie sie haben... Bin ich nicht von denen. Bist, aber von allen anderen bist du ja nicht abgeneigt. Von allen anderen, die open-minded sind. Ja. Ne? Die dich auch irgendwo verstehen, was du meinst. Die, und müssen, was du von... die müssen mich nicht verstehen, die müssen mich nicht verurteilen. Ja, Yahya. Weil es doch mein Leben, ja, Yahya. Wenn ich will... guck mal, es ist ja bei Dati. Mo? Ja. Es ist ja bei Dati. Ey. Wenn die mir morgen sagen... Geh auf die Hochzeit von bla 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 und tanz da Debge, bis ich schwitze. Oder tanz da Dawe, bis ich nicht mehr kann. Ich mach, warum? Weil meine Eier sagen, weil ich Spaß habe dran. Ja. Und weil ich eingeladen bin. Wer will mir mein Leben was sagen? Ich mach, was ich will. Nein, ja, keiner kann dir kein dein Leben vor. Und wenn ich morgen sage, ich gehe auf die afrikanische Hochzeit von meinem Bruder Akongo zum Beispiel, wenn er heiraten sollte. Okay, tamam. Ich weiß nicht, hat er schon geheiratet? Der war verheiratet. Ich glaube, ich will jetzt nicht... Keine Ahnung. Wenn Akongo heiraten sollte irgendwann nochmal und der sagt, komm auf meine... Oder Telzen, mein Bruder Telzen. Wenn er sagt, komm auf meine Ango... Der ist schon verheiratet. Ja, okay. Ja. Aber auf seine zweite Hochzeit. Ja, ja, ne, der ist ja Muslim, der kann vier Frauen haben. Ja. Nein, Spaß. So. Egal, wer auch immer auf eine afrikanische Hochzeit geht und die tanzen da, dann tanze ich auch. Okay. Ich tanze, wo ich will. Lass mich nicht auf eine jüdische Hochzeit gehen, da tanzen. Lass mich nicht auf eine jüdische Hochzeit gehen, tanzen. Ja, Wallah, was die Leute für Probleme mit ihm haben, ne? Nur weil er auf kurdische Hochzeiten ist oder auf türkische und der Halay tanzt. Ist doch schön, Digga, dass er als Schwarzer so gut integriert ist. Was ist das Problem? Wen interessiert das? Das ist doch, guck mal, dieser Verstand von diesem Menschen, der über einen Menschen urteilt, wo der tanzen darf und wo der nicht tanzen darf. Hm. Bruder, da brauchen wir doch drüber reden. Die sind, aber du saßt doch hier. Ich sag, ja, aber... Guck mal, ganz ehrlich, ich, Wallah, ne? Wallah, was mit dem Wind kommt, geht mit dem Wind. Meinst du, die interessiert mich? Aber an der Sache gibt's auch nicht viel. Ja, aber da gibt's eine Sache. Ich finde allgemein, wenn auf so türkischen Hochzeiten so ein, sei es jetzt ein Schwarzer oder ein Alman, allgemein jetzt kein Türke oder Kurde, jemand Ausländisches, der dann da Halay tanzt, ich feiere das voll. Sache, dein Name wurde erwähnt, weil die hat einen schwarzen Bruder. Hm. Ich bin nicht ihr Bruder. Ja, du, ich meine ja den Resho, der genannt wird. Hm. Einen schwarzen Bruder von dir hat sie ja gesagt, jeder, der, auf radikal, soll ich radikal reden? Ja, nochmal. Jeder, der so desgleichen von der Resho ist, der so auf Hochzeiten rumäfft, ne? Ist das gleiche deins, weil der ist ja Manuelsen verrückt. Ja. Yeah. So, weil Manuel hat das den Schwarzen vorgemacht, ne? Und alle blicken auf dich, weil ja, Manuel ist ja nie auf schwarze Hochzeiten oder da, der ist nur auf... Wer hat mich eingeladen? Auf südländische Hochzeiten. Wer hat mich eingeladen? So. Soll ich auf Hochzeiten gehen, einfach so, irgendwo ist eine afrikanische Hochzeit, soll ich einfach hingehen und sagen... Sollen wir das nächste Mal machen, einfach da hingehen, einfach anklopfen und einfach reingehen und sagen Salam Aleikum? Wenn ich nächstes Mal eine afrikanische Hochzeit sehe, ich gehe einfach rein. Ich sag Hallo, ich bin auch Afrikaner, ich komme aus Ghana, darf ich auch tanzen hier? Der kommt da tanzen rein. Maskara, ja, Salami, was ist das? Aber soll ich dir was sagen? Bitte. Fi wahdi shirli bad. Eine Sache, sag. Okay? Erzähl. Und hey, Kabal, das ist das Problem. Jihad, ja khayi habibi. Das ist das Problem. Da ist dieser TikToker,
Der geht mit seiner Freundin. Da haben wir es wieder. In Rewe, in Einkaufsläden. Klaut, räumt das Schokoladenregal und sagt, ich esse Manuels Familie jetzt. Okay? Wo sind die? Ganz kurz. Ich esse Manuels Familie jetzt. Beißt in so einen Schokohasen rein, in so ein Dings rein. Ich mach so. Und ich mach dies und ich mach das. Und diskreditiert die schwarze Hautfarbe. Warte, wir sind live. Guck mal. Ja. Guck mal, Bruder. Salam. Guck mal, also. Warte. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt. So, fang noch mal an, weil ich hab dir den Punkt weggenommen. Okay. Da ist dieser TikToker. Okay. Der selber POC ist. Okay. Und das Schlimmste an der Sache ist, ne? Er hat Allahs Namen auf den Hals tätowiert. Nicht versteckt irgendwo dies, das, was schon schlimm genug wäre. Okay? Was schon schlimm genug wäre. Am Hals. Okay? Dieser Typ will sich dann natürlich dazu bekennen, ich bin ein Abdallah. Ich bin ein Diener Allahs. Ich liebe Allah so sehr, dass ich ihn mir an den Hals tätowiere. Okay? Dieser Typ geht in irgendeinen Discount und räumt das Schokoladenregal und sagt, ich esse jetzt Manuelsens Familie. Sagt, wenn irgendjemand Luft lässt, ne, dann kommen kleine Manuelsens raus. Was Assoziation ist mit brauner Hautfarbe und zu Kacke, dass kleine Manuelsens da rauskommen. Ja. Und noch unzählige andere Sachen, ganz kurz. Noch unzählige andere Sachen. Das redet der mit über 150.000 Followern auf TikTok, offiziell. Offiziell. Und wenn wir dann sagen, dass das gottlos und asozial ist, dann heißt es, irgendwie, wir wären Verräter, wir würden in seinem Rücken fallen, wo ich mir so denke, hä, wir kennen uns doch gar nicht. Wir sind hier YouTuber, die auf alles reagieren und ehrliche Meinungen abgeben. Okay. Dann sagt er, dann will er mir vorwerfen, du kümmerst dich nicht um deine schwarze Jamaa. Du scheißt auf deine schwarze Jamaa. In einem Moment beleidigt er sie, im anderen Moment will er sie verteidigen und sagen, warum machst du nicht einen Rockerclub mit deinen schwarzen Brüdern auf? Warum bist du nur mit Südländern? Warum schämst du dich, ein Schwarzer zu sein? Also beides kommt aus dem Mund des Gleichen. Okay? Punkt 1. Ich mach Kurzfassung, ich könnte noch 1000 Sachen sagen, aber ich mach Kurzfassung. Punkt 1. Okay? Ja, Ibn al-Sharmuta. Ja, Ibn al-Khayyin. Ja, Ibn al-Khanzir. Okay? Wenn du schon, ne, dir Allahs Namen auf den Hals tätowierst, tamam, dann musst du vor mir wissen, weil das traue ich mich noch nicht mal. Alhamdulillah, wir sind Muslime. Aber das traue ich mich noch nicht mal. Okay? Du müsstest vor mir wissen, dass es für uns Muslime, ne, nur eine Nation gibt. Und zwar die Umma Muhammad sallallahu alaihi wa ala. Es gibt nur eine Umma. Das heißt, selbst du, kleiner, was du bist, ne, bist normalerweise mein Bruder. Ob ich will oder nicht, Baras bin Anni. Ob ich will oder nicht, ob er sündigt oder nicht. Normalerweise du, kleiner Sch, du bist, kleiner Sch, du Sch, du bist, ne, du bist normalerweise mein Bruder. Okay? Und der Bruder Bilal, dieser Prediger, dieser Schwarze aus Hamburg, den ich auch sehr mag. Ich mag ihn sehr. Okay? Er ist ein ganz feiner, ganz, ganz feiner Mensch. Selbst er ist dein Bruder. Selbst er ist dein Bruder, weil er ist Muslim und du bist Muslim. Tamam? Wie kannst du es also wagen,
Wie kannst du es wagen, ja Ibn al-Khayyin? Ne? Ja Ibn al-Khayyin, ja Ibn al-Khara. Wie kannst du es wagen? Ne? Wie kannst du es. Ich will so diesen Hass, den er gerade so versprüht, Digga. Es wagen, über deinen Bruder im Islam so scheußliche Sachen zu machen. Also wenn du normal überlegst, beleidigt er schon alle Schwarze in dem, was er sagt, ne? Manuelsen kommen nicht nachts, sonst sehe ich dich gar nicht. Das ist Diskriminieren. Das ist 100% ist das Diskriminierung. Ja. Ja, ja. Bis dahin gehen wir gar nicht. Bis dahin gehen wir gar nicht. Und wenn ich solche Sachen sage, dann wird er in seinem Stream sagen, ich bin gegen ihn. Ja, ich nehme Manuelsen in Schutz, wird er sagen. Wie kannst du das wagen? Und was passiert jetzt, Bruder? Jetzt, guck mal, jetzt passiert das Traurigste an der Sache. Ne? Das Traurigste an der Sache ist, Bruder, die Jamaa von diesem Mädchen, die diesen Resho in die Kritik genommen hat, ne? Nehmen jetzt, weil ich gegen diese Frau geredet habe und gesagt habe, bitte nimm mal bitte dieses Video runter, es verletzt mich. Es ist unschön, es verletzt. Ich habe nicht gesagt, du runter oder schlag dir in die Fresse, habe ich gar nicht gemacht. Ich bin mit Anstand gegangen. Ich habe gesagt, nimm das Video doch bitte runter. Das kann jeder hier auch bezeugen. Das ist. Ja, ich habe das ja mitbekommen. Das kann jeder sehen. Ich habe es ja mitbekommen. Ich habe auch den Telefonat ja auch mitbekommen. Ja. Seit letztes Jahr hast du es nett versucht. Ja. Du hast mit ihr telefoniert. Sie hat dich ja auch irgendwo verstanden. Hm? Und für dich war die Sache ja eigentlich geklärt. Nimm es doch bitte runter. Und sie es nicht gemacht hat. Und ich dann daraufhin sie ihre eigene Medizin abschmecken lassen, indem ich eine unschöne Sache über sie gepostet habe. Ja. Aber dann es bereut habe, weil ich ein Mensch bin, Bruder, ich bin kein Haiwan, so wie die, okay? Es bereut habe, es dann nach einer Stunde oder zwei wieder runtergenommen habe, weil ich gesagt habe, das reicht, und mit gutem Beispiel vorangegangen bin. Ich habe gesagt, okay, ich gehe mit gutem Beispiel voran, ich nehme es raus. Ich nehme das Video raus. Ich nehme alles raus, was ich gegen die gemacht habe, und inshallah holt sie es auch raus, was sie bis heute nicht getan hat, okay? Ihre Leute nehmen dann Ausschnitte von diesem Ibn al-Khayyin, der die schwarzen Leute vor 5000 live zu schauen, wie viel der hat, ne, diskriminiert, beleidigt hat, nehmen Ausschnitte von ihm und posten diesen, um mich, um mir zu schaden. Bruder, was für eine Welt ist das? In was für einer Welt leben wir, Yahya? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Und dann fragen die sich, warum ich nicht mit denen abhänge. Oder warum ich nicht für die bin. Oder nicht. Ich bleib nicht, ich gehe nicht, ich bin nicht von denen. Ich bin nicht von denen, das sind Reihen. Nach 10 Jahre habe ich mich gestritten mit diesem Typen aus Berlin. Um ein Telefonat, Bruder. Und das war eine Sache. Nachher ging es gar nicht mehr. Es war eine Sache des. Es war eine Sache des Scharaf. Es war eine Sache des Scharaf, des Namus. Ich meine so, ich lasse denn das nicht. Heute nicht und in 10 Jahren nicht. Bis ich den Turn zu Ende gefahren habe, mit denen lasse ich das nicht. Ja. Okay, ganz kurz. Aber jetzt guck mal, warte, ganz kurz. Der wichtige Punkt ist, ne? Das hat doch der letzte Hurensohn hat das mitgekriegt, diesen Streit. Der ging eine Dekade lang. Mit Palaver, mit dies, mit das, mit Berlin, mit hin, mit her, mit Anrufen, mit Palaver, mit Leute mobilisieren, dies, das. Ich frage dich, Kabal. Ja, Allah ist allwissend, Bruder. Allah weiß alles. Okay? Wen von diesen Walad al-Ahbe habe ich gesehen in dieser Sache? Nur ein Post! Kannst du bitte auch nochmal sagen, worum es genau ging? Ja, um diese Bushido-Sache. Das schneiden wir raus, nicht das. Lass drin! Was gesagt wurde? Ich tapeziere meine Villa mit deiner schwarzen Haut. Wie lange ging der Streit? 10 Jahre. Ich habe 10 Jahre nicht locker gelassen auf das Ding. Und wen habe ich von ihresgleichen gesehen, die gesagt haben, ey, da wurde ein Bruder von uns angegriffen? Oder hat eigentlich ein schwarzer Künstler Solidarität mit dir gezeigt? Gab's. Telsen ist stabil. Telsen, solid. Ja. Okay? Bantus, solid. Okay? Sag ich nicht. Und auf der Straße gibt es auch genug. Solid. Aber von denen, die mich da, die da auf Dings machen, auf. Die jetzt am Reden sind.
die jetzt am Reden sind, ne? Im kalten Wasser liegen lassen. Nicht einen habe ich von denen gesehen. Ja, geh nicht mit mir und prügel dich. Das haben wir ja gemacht. Mit wem habe ich mich geprügelt? Wer war bei mir? Mardellis, Kurden, Türken, Albaner. Doch, bei ein, zwei Sachen waren auch Arnold dabei. Entschuldigung, muss ich sagen. Ich muss jetzt nicht seinen Namen sagen, aber ich habe es gerade gesagt. Bruder. Schöne Grüße an Arnold. Schöne Grüße an Arnold, Bruder. Arnold, mein so. Bruder, Sai, Bruder, der ist Dings, Bruder. Der ist meine Geheimwaffe gewesen an dem Abend. Der war Geheimwaffe, Bruder. Da haben die sich umgeschaut. Ich schwör's dir. Das war so auf... Ey, bitte, wir vergessen alles, es tut mir leid, ich hatte aber bitte nimm nur den weg. Bruder, Arnold ist ein Gangster, Bruder. Arnold, don't fuck around with the shit. Ja. Arnold wollte auf Maximum gehen, Bruder. Dass nachher ich vor Arnold stand und gesagt habe, ja, Allah, wenn du Allah liebst, dann beruhig dich, Bruder, ja. Ruhig, chill, nee, ich fieg den. Bitte. Ich will nicht ins Detail gehen hier, ne? Aber mein Bruder aus Kongo, hätte das Ding bis zum Ende gefahren. Der wäre das Ding bis zum Ende gefahren. 100%. Okay? Lass mal. Wen von denen habe ich gesehen? Niemanden. Wo waren die Black Bros, wie die sich nennen? Die Black Bros. Wo waren die? Ja, das, warum haben die nicht dafür Publicity gesorgt, wo die diese Live-Sachen gesehen haben? Warum haben die nicht darauf reagiert und der schwarzen Community gesagt, ey, guck mal, was da gerade wieder kehrt mit Manuelsen. Es geht gerade auf Hautfarbe, es geht auf Rassismus. Djihad, kannst du dich bitte nicht einmischen? Du hast mit dieser Thematik... Ja, Djihad, kannst du dich bitte nicht einmischen? Du hast damit nichts zu tun. Warum habe ich damit nichts zu tun? Ja, kannst dich bitte nicht einmischen? Du hast mit der Sache nichts zu tun, wenn es um schwarze Angelegenheiten geht. Du bist ein POC. POC? Nein, du gehörst nicht zu dem... Ich laufe seit, du kennst meine Familie, seit 45 Jahren in Mülheim. Und wir laufen Schulter an Schulter und sehen uns jeden Tag. Du kennst Allahyarhamu, meinen Vater, du kennst meine Mutter, du kennst meine Brüder, du kennst meine Geschwister, du kennst meine Neffen, ne? Allahyarhamikin, ja Rab. Ich laufe mit dir Schulter an Schulter durch die Welt. Schulter an Schulter. Und jetzt, warum soll ich mich nicht in deine Angelegenheit, was deine Hautfarbe angeht, nicht einmischen? Sollst du nicht, weil du bist kein Schwarzer. Ach so, ich bin kein Schwarzer. Ja, wenn es nach denen geht, dann wäre das so. Ja, Staffurla. Guck mal. Bruder, jetzt geh. Ich frag euch, ne? Allah ist doch oben, Bilal. Jetzt geh. Wallah, wenn die Menschen, ne? Wenn jeder Mensch meinesgleichen jetzt, jetzt mit meiner Hautfarbe durch die Welt läuft und die Welt nur weiß sehen würde. Und die Schwarzen, die Welt schwarz sehen würde, Bruder, wo wären wir gelandet? Bei Allah, wo wären wir? Was ist das? Wo wären wir? Die sagen, ja, die sind nur immer so nett, aber wenn du eine von denen heiraten willst, dann wirst du sehen. Ich habe zwei von denen geheiratet. Ich habe zwei von denen geheiratet, ja, damn. So. Und das wird ja auch nochmal hingehalten. Das andere Thema egal. Ja, ich hab's einfach. Ja, und jetzt? Egal. Und jetzt? Egal. Ja. Und das war der Punkt. Und ich heirate noch eine dritte. Und noch eine dritte. Und noch eine vierte, inshallah. So. Und ich heirate nochmal extra. Mit extra nicht von der. Metto, bitte hör zu. Das ist jetzt sehr wichtig. Und bitte bestätige mich. Okay? Ich hab gesagt, guck mal, Bruder. Die Sache, um was es hier geht, ist Widerstand. Korrekt? Es ist Widerstand. Ja. Okay? Der Spirit des Widerstandes. Okay? Ja. Habe ich den in diesem schwarzen Raum, wo ich drin war mit Panna, habe ich da den Spirit des Widerstandes gesehen? Ich habe gesagt, Bruder, ich habe mit Leuten gesessen, ne? Ich habe mit Leuten gesessen. Die haben für die Freiheit ihres Volkes eine Kalaschnikow-Kugel noch im Kopf drin. Der kann nur auf einem Auge sehen. Der hat eine Kalaschnikow-Kugel, die steckt so im Kopf, weil er auf die Straße gegangen hat und gegen den IS demonstriert hat. Mit so Leuten habe ich gesessen und die haben mir erzählt, die meinten so, wenn ich sterbe, sterbe ich. So, wenn ich sterbe, sterbe ich. Wenn mein Bruder stirbt, stirbe ich. Wenn meine Familie stirbt, stirbe ich. Aber wir lassen diesen Barbaren nicht unser Land und unser Volk.
Mit so Leuten habe ich gesessen. Ich habe mit Leuten gesessen, deren Brüder haben sich angezündet, Bruder. Warte mal, die haben ja. Feuer, Bruder, Feuer, Feuer. Die haben gesagt, hier, Benzin, Feuer. Die haben geschrien, Freiheit, Bruder, Freiheit. Ich komme aus diesen Kreisen, Bruder. Das heißt, wenn einer mir sagt, du musst für dein Volk einstehen, ne, Wallah, einer benig immen killeten. Das ist Bechwedan, Bruder. Das ist Bechwedan. Was ist Bechwedan? Wir müssen T-Shirts vom Schwarzen kaufen, weil die Südländer machen es auch so. Wir müssen das von dies das machen, weil die Südländer machen es auch so. Lack du. Was hast du bewegt? Was hast du bewegt? Der Feind ist da, der Feind ist da drauf, der Feind ist doch da. Der Feind ist doch da. Anstatt dass du ihn bekämpfst und schreibst und postest und machst und Videos und Blogs und was die alle, anstatt du ihn bekämpfst, gehst du und postest ihn gegen den Typen, der am lautesten redet gegen die. Bruder, über wen reden wir hier, Bruder? Über wen reden wir hier? Ja, Habibi, gegen wen reden wir? Über wen reden wir? Bruder, ich hab kein Funken Respekt für diese Menschen. Kein Funken Respekt für die. Deswegen sag ich, Bruder, ich gehöre nicht zu denen. Ich bin nicht von denen. Ich bin von den anderen. So. Ganz kurz. Metto Bahyat, du bist Kurd oder nicht? Seit halbem Stunde. Wenn ich dir jetzt sage, kurz. Hinten in der Stadt sind Leute, die schreien, Manuel, der ist mit mir bis zum Ende oder nicht? Bruder, ich sterbe mit dir. Ich sterbe mit dir. Warum? weil wenn er mir sagt, da hinten sind irgendwelche Leute, die sagen, alle. Soll ich das Thema jetzt aufmachen? Also alle von Metto sollen sterben, Bruder, ich gehe mit denen. Ich gehe mit denen und ich bleibe mit denen da, bis er sagt, es ist vorbei. Und wenn es mich Knast oder Verletzung oder Leben kostet, I don't give a fuck. Weil es ist für den Bechwedan, für den Widerstand gegen Rassismus, Bruder. Diese Leute sind Gift. Und die Leute, die verurteilen, die sind kein Deut besser als die. Die sind kein Deut besser als die Menschen, die sie verurteilen. Mundsportler. Ich sag das. Das ist mein Statement zu dieser ganzen Geschichte. Und das hat dich aus der Reserve gelockt, wo du... Ich denke, dass das reicht. Also ich sag euch ehrlich, in vielen Punkten kann ich ihn verstehen. Man sieht so richtig seine Wut, wie verletzt er ist, ja. Es sieht man. Ich weiß nicht, was sagt ihr zu der ganzen Thematik? Ich habe die Geschichte vorher ja noch nicht beobachtet, was da so wirklich abgegangen ist. Ich habe ja nur jetzt so die eine Seite mir angehört. Und wenn ich mir die Seite anhöre, ist es halt immer so eine Sache, nur von der einen Seite zu urteilen. Aber gutes Statement, würde ich sagen. Und gut erklärt. Und ich verstehe auf jeden Fall so die Wut, Digga. Und ich muss immer lachen, wenn er beleidigt, weil wenn er beleidigt, dann merkst du so richtig, das kommt so von hier, ja, nicht nur von hier, das kommt von hier. Also, Habibis, ich küsse eure Herzen, vielen, vielen Dank für euren Support, ich küsse eure Herzen. Wie oft wir diese Herzen küssen, das gibt's einfach nicht, ey. Das ist wie so ein Kaugummi in unserem Mund. Ich küsse eure Herzen.